so ganz, wie ich mir gedacht habe. Bienen, vielleicht können wir ja jetzt mal so da. Was soll das? Lili, nein! Geht weg! Geht weg! Ich habe eine Allergie! Oh nein! Jetzt war der tollpatschigen Lili doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Oh nein! Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Ach, scheiße, ja. Ich meine, aus ganz unerklärlichen Gründen ist mir da gerade der das Bienennest ausgerutscht. Das tut mir jetzt aber leid. So. Jetzt können wir hier sonst nichts machen? Ah, der Baum. Richtig, wir können uns ja jetzt mal den Baum angucken. Stimmt. Da geht's zum Wintergarten. Das ist das und zwar hier nichts. Nee. Dann gucken wir uns doch erstmal den Baum an. So, Termiten. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Ich weiß es nicht. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Ach so. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Moment. So, ich glaube, jetzt können wir uns dann doch nochmal den, ja, Kellerschlüssel widmen. Ne? So ein bisschen. So, das ist jetzt da drin. Lili! Hilfe! Lili hörte seltsame Geräusche, ah, ja, das, aber sie war ein, genau wie Freeman. Ja, das, wo war? Ja, wo war er nur? Kann man sich da eigentlich noch... Ich vergesse das jedes Mal. Na komm. Hier, nochmal hin. So, gucken wir uns doch nochmal an. Ne, sonst haben wir hier nichts. Okay. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir nicht vielleicht doch nochmal so die Pumpe anmachen können. Vielleicht. Lili, bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab. Aber hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Ich möchte darauf hinweisen. Lili verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Ja, ich möchte jetzt einfach mal darauf hinweisen, dass die Pumpe jetzt deutlich länger lief. Das möchte ich jetzt mal klarstellen. Ach, ist das geil. Guck dir. Oh, guck mal, ein Bienennest. Lili war stolz auf sich. Sie hatte einen Weg gefunden, an das Bienennest zu gelangen. Und den Bienen schien es auch noch gut zu gehen. Alle waren glücklich. Lili dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Vielleicht mit einem Pinsel. Na, wir reden am ersten. Freeman mochte vielleicht etwas grummelig sein, aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Ja, sieht echt einwandfrei aus hier. Ne? Echt, muss man was gegen die Akne machen, du Kerle. Lili, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oh, du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Was? Deinetwegen bin ich hineingefallen. Was? Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe.
Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Das hat mich jetzt aber verletzt. Nein, ja, vielleicht könnte ich dich ja so ein bisschen anpinseln. Vergiss es. Egal, was du da hast. Ich will es nicht. Weil ich dich aus tiefster Seele hasse. Oh. Lilly war kurz abgelenkt gewesen. Aber allem Anschein nach wollte Freeman ihre Sachen gar nicht haben. Wohl für den Fall, dass sie sie noch benötigte. Er war so ein guter Freund. Ach, geil, ey. Unglaublich nice. Ich komme nicht klar. Ach, ja. Vielleicht können wir mal, ja. Aua. Hab ich gerade Krach gemacht. Ja, ich singe total tief und scheiße, ja, tief vor allen Dingen, schief meine ich. So, wir haben hier doch jetzt einen Pinsel mit Honig. Dann machen wir das doch mal so an den Baum. Lilly hätte dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt, aber er hörte sie gar nicht. Halb so schlimm. Lilly war das gewohnt. Schön. So. Tatsächlich reagierten die Termiten sehr aufgeregt auf den Honig. Um sie wegzulocken, musste Lilly nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte. Hm, ja, vielleicht muss auf den Kompost. Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilly machte sich sofort ans Werk. Ja. So, perfekt. Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Alter, ist das durch, ey. Oh, fuck, ey, das ist doch nicht normal. Guck ich das doch mal an. Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Oh, hör doch auf, ey, das gibt's doch nicht. Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Oh, guck mal, ein Schlüssel. Wo kommt der denn her? Freeman hatte Lilly den Kellerschlüssel dagelassen. Wie nett von ihm. Oh, Alter. Ist das durch. Ist das durch. Oh, ich faul ab, ey. Ich geh so kaputt gerade. Ach ja. Hm, ist das schön. Ach ja, stimmt. Keller, ne? Mhm. Wir haben uns angeguckt, ne? Oder? In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Ja, das ist zurecht. Edna hatte hier offenbar eine Widmung hinterlassen. Yay. Lilly war gerührt. Edna war Lillys beste Freundin. Yay! Ist doch schön. So, wir haben ja jetzt einen Kellerschlüssel, ne? Dann benutzen wir den doch mal. Die Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. So, einen Moment. Jo, in den Keller. So.
Keller ist ein interessanter Ort. Was gibt's denn hier so Schönes? Wir haben eine Konserve. Verdautes Gras, Ratte, Taube. Lilly nahm an, dass diese Konservendosen für die Kantine bestimmt waren. Na, lecker. Kann man sie mitnehmen? Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Oh, ist das okay? Nein, ich wollte doch wissen, was das ist. Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man Presslufthammer hämmern musste, wusste sie nicht. Das ist genauso wie Hinterhof. Eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Oh ja, perfekt. Die nehmen wir doch direkt mal mit. Eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Nehmen wir doch geölt. Oh. Ofen. Da, 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 da. Ist das schön. Der Ofen. Ofen. Der Ofen war schwarz und leer. Wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Oh, okay. Können wir da vielleicht mit dem Presslufthammer? Da waren schon wieder diese Stimmen, die Lilly befahlen, ihre Sachen zu verbrennen. Zu dumm, dass kein Feuer im Ofen war. Ja, echt grauenvoll, grauenvoll. Das ist eine Schmach ohnegleichen. So, wir gehen mal wieder die Treppen hoch, denn wir haben hier jetzt ein Schäufelchen. Vielleicht können wir es ja mit dem Presslufthammer aufmachen. Super! Mit dem Teil kommen wir bestimmt astrein durch den Boden bis zu unserem Schatz. Was ist? Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Ach, halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Ach so. Vielleicht die Hake? Was hast du da? Eine Harke? Aha. Ist ja nett gemeint. Aber ich fürchte, die hilft uns hier nicht weiter. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Schade. Na gut, dann nehmen wir halt die Schaufel. Oder nee, Moment. Das mache ich natürlich alles extra. Gib dir keine Mühe, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Na gut. Hey, vielleicht können wir dir das so geben. Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Nicht gerade das, was wir hier brauchen. Oh, na gut. Dann eine Schaufel. Yay! Du hast eine Schaufel gefunden. Yes! Ach, Lilly, du bist doch die Beste. Dann lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. Mhm. So machten sich Edna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Das ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Na und? Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Alter, Fliegerbombe, ernsthaft? Eine echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Ja, ganz gewaltig, ey. So wird das nichts. Das ist wieder einmal ein Beweis, dass rohe Gewalt ihren schlechten Ruf vollkommen zu Unrecht hat. Ohne kommen wir hier garantiert nicht weiter. Okay. Ja, vielleicht können wir ja mit dem Presslufthammer mal so ein bisschen... Super! Das Gerät sollte nun wirklich genug Wumms haben, um die Schatztruhe zu öffnen. Was ist? Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Ach, Mann! Halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Das gibt's doch nicht. Na gut. Schaufel. Vielleicht geht's ja damit. Ui. Juppie! Du hast es geschafft! Oh yeah! Und was ist das jetzt für ein Ding? Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja, wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich hab auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Hast du irgendwas dabei? Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Ja. Das Band unserer Freundschaft. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Oh. Los, rein damit. So, jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Lilly! Wo ist denn dieses Gehör schon wieder? Lilly!
sie? Das ist die Oberin. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Ja, genauso wie mit einer Fliege, aber baust du Zweiten Weltkrieg. Was ist da los? Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr. Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. Na, klasse. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Zucht und Ordnung! Bahn. Entschuldigung. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Und so viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Wow. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly, es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Oh, 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 oh. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort!